Nach erfolgreicher Traktorinstallation sollte ein Icon auf dem Desktop zu finden sein. Beim erstmaligen Ausführen des Programms sollte Traktor mit der beiliegenden Seriennummer aktiviert werden. Wir drücken hierzu auf Activate. Das Service Center startet nun automatisch. Falls noch kein Account bei Native Instruments existiert, sollte man ein neues Konto erstellen. In dieser Maske können Daten wie Name und E-Mail eingetragen werden. Die Kontomaske wird mit Next und erneuten Drücken auf OK bestätigt. Nach diesem Schritt wird eine E-Mail von Native Instruments an die hinterlegte E-Mail-Adresse verschickt. In dieser Mail findet ihr euer generiertes Passwort, mit dem ihr euch hier anmelden könnt. In der Aktivierungsübersicht kann nun die Seriennummer, die auf der CD-Hülle steht, eingegeben werden. Nach Eingabe der korrekten Serial drücken wir auf Activate, um die Lizenz zu aktivieren. Nun ist Traktor bereit eingesetzt zu werden. Nun starten wir Traktor erneut. Das Controller-Auswahlmenü erscheint bei erstmaliger Ausführung automatisch. Hier wählen wir im Dropdown-Menü Setup, Reloop und beim Dropdown-Menü Device je nach vorhandener Version entweder die Controller- oder die Interface-Version. Die Vorauswahl mit der Endung LE steht dabei für die Light Edition, die ohne LE für die Pro Edition. Wir übernehmen die Auswahl mit der Taste Apply und schon kann's losgehen.